So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind gerade im Untergrund unterwegs. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Und haben jetzt hier einen Gigama getroffen auf dem... Wir versuchen gerade diesen Statuen zu folgen. Ich weiß noch nicht, ob das zielführend ist. Oh! Ja, mein Kollege macht das gleich. Okay, der hat so Dinger auf dem... Okay, warte, warte. Der funktioniert wie ein Ivarok, oder? Der funktioniert wie ein Ivarok. Dann brauche ich... irgendwas Ordentliches, um da die Steine zu schlagen. Okay, pass auf. Ja. Oh, die gehen aber auch kaputt. Oh, die gehen aber auch kaputt. Okay. Oh mein Gott. Okay, dann. Wow, warte. Kann ich da jetzt eine Bombe reinwerfen? Ich wollte nicht mich da reinwerfen. Ja, das war es jetzt erstmal. Das ist halt nicht so gut. Aber wenn er das nochmal macht... Sheesh. Scheiße. Wenn er das nochmal macht, dann würde ich... da gerne mal eine Bombe versuchen reinzuknallen. Erstmal essen. Oh, heilt von Miasma. Stimmt, wir haben ja die von Miasma befallenen Herzen werden geheilt. Das wäre eigentlich jetzt sogar eine Idee, oder? Ja, komm, let's go. So. Ich brauche einen Bogen, ich brauche einen Bogen, ich brauche einen Bogen. Ja, nehmen wir den. Nice. Nicer Hit. Okay, hoch, 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 hoch. So, ja, die passt, die Waffe. Und gleich hier hinten weiter. Und gleich hier hinten weiter. Okay, da fehlt nicht mehr viel. Wirft jetzt nochmal. Nein, er springt. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte doch gucken, was passiert, wenn ich ihm eine Bombe ins Gesicht drücke. Naja, egal. Werden wir wohl nicht rausfinden. Ja, er springt nur wieder. Mach doch nochmal deinen Wind. Mich würde das interessieren. Nee, er nimmt wieder Anlauf. Ah, komm. Juckt. Oh, Junge. Nein. Jetzt, ja, zu spät. Okay, das war's. Du bist erledigt. Ich habe keine Waffe. Du bist trotzdem erledigt. Puh. Aber wir haben ihn nicht fotografiert, oder? Habe ich ihn fotografiert? Weiß es nicht. Egal. Werden wir noch öfter sehen, die Kollegen. So, was gibt der jetzt so an Loot? Riesenzahn. Noch irgendwas, was ich fotografieren kann? Nein, okay. Gigama-Herz. Okay. Oh, und ein 20er Energiekristall. Okay, das ist natürlich auch geil. Okay, so, und die Statue zeigt jetzt weiterhin die Richtung. Hoi, 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 hoi. Aber ich habe wirklich das Gefühl, die Statuen sind einfach so ein Rundkurs hier durch die komplette Unterebene. Oh, das wollte ich nicht. Und für haben gar kein so festes Ziel. Das macht mir ein bisschen Sorge. Weil wir uns damit jetzt zwar viel hier unten bewegen, aber nicht viel erreichen. Wobei es auch nicht verkehrt sein kann, hier alles aufzudecken. Also, ne, so gesehen.
Umsonst ist es nicht, was wir tun. Umsonst ist es nicht. Nicht zwingend zu denen da jetzt? Muss ich da hin? Nee, es geht in die Richtung, okay. Ey! Jo, die essen einfach mein Licht. Das sind für eine Scheiße hier. Die essen einfach mein Licht auf. Das fühle ich ja mal gar nicht. Ach, geht, die... Bruder. Die nerven ja echt am meisten, ne? So kleine, nutzlose, langweilige Gegner. Die nerven... Ah, da ist die nächste Statue. Die nerven ja am meisten. Da ist wieder so ein Ding. Ja, die gucken immer zu den Wurzeln, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Rund... Die führen mich einfach hier rum. Reiseschwert. Das bekomme ich halt auch alles irgendwie nur einmal, ne? So. Ha. Oh, shit. Ich wollte euch nicht wecken. Alter, hier drüben ist auch richtig viel... Da ist auch richtig viel Stuff. Ich will mir nur die Seelen holen, ich bin gleich wieder weg. Statue. Och, nee. Manchmal kriegt er gut Loot von den Sonarium-Gegnern. Das ist ja nicht. Also, das ist ja nicht mein Problem. Es dauert halt nur. So, die Richtung passt. Ach so, ich brauche ja gar nicht. Ich kriege ja hier eh gleich Licht. Ja, ja. Hier wird es ja eh gleich heller. Gerudo-Wüste. Es ist so... Mann, ich will hier gar nicht sein. Aber ich will jetzt auch, kann jetzt auch nicht aufhören. Ah, es ist schlimm. Es ist gerade echt schlimm, ne? Oh, guck mal, wir sind in der Nähe von dem... Okay. Okay. Okay, I'm sorry, aber jetzt muss ich zu dem X. Jetzt muss ich zu dem X. Also wir können ja jederzeit hierhin zurück. Und ich glaube, sind das die Statuen hier eigentlich? Sind das die markierten Statuen? Ich glaube ja, oder? Ich muss mal gucken, wenn ich bei einer Statue bin. Also was gleich der Fall ist. Warte, hier ist auch... Oh nee, hier ist auch was Großes. Nee, das ist keine Statue. Die Richtung muss ich gucken. Ach, das sind solche Dinger. Ah, okay, die werden mir markiert. Okay, I see, I see, I see. Wo ich dann was bauen kann, theoretisch. Okay, wo ist jetzt dieses... Das ist hier drüben.
Und das ist an in die. Okay. Okay, wir müssen kurz in die Richtung zu dem X gehen. Wir müssen kurz in die Richtung von dem X gehen. Es hilft nichts. Gucke ich jetzt richtig? Nein. Ja, okay, in die Richtung. In die Richtung in etwa. Also wir müssen kurz den Statuenweg einmal verlassen. Wo auch immer die jetzt ist. Keine Ahnung, wir porten uns dann wieder hierhin zurück. Und gehen jetzt aber gerade mal in die Richtung. Okay, das. Hat richtig viel gebracht, den Leuchtsamen zu werfen. Ist das vielleicht das Ziel der Karte? Warte mal. Er ist auf jeden Fall sehr nah dran. Okay, ist er auf jeden Fall sehr nah dran. Und da ist noch eine neue Wurzel. Ich werde bekloppt. Da sind aber auch neue Gegner. Also nicht neue Gegner, aber das sind aber auch wieder Gegner. Ich habe auf die überhaupt keine Lust. Ich will an denen möglichst vorbeikommen. Sieht gut aus. Ja. Das sieht aus, als kommen wir dran vorbei. Sehr schön. Ja, perfekt, wir kommen hin. Sehr schön. Eieiei, es ist. Ich weiß, ich sag's immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, aber es ist so groß hier alles. Es ist so riesig. Da oben ist eine ganz besondere Irrlichtseele, glaube ich. Wait, das ist das X. So, jetzt erstmal hier auslösen. Bruder, ich bin die ganze Zeit im Untergrund. Es ist. Ja, das ist das X. Okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Eine Truhe. Verlassene Wüstenbasarmine. Untertagemaske, leuchten. Wir haben schon zwei Sachen, die leuchten. Oh Gott, ist das gut. Warte, stimmt, ich könnte es mal anziehen, das Leuchtzeug. Okay, das sieht wild aus. War das jetzt das X? Ist das X jetzt weg? Ja. Okay, das heißt, dieses X hier wäre auch. Oh, das ist dann brutal wichtig. Das ist dann wirklich sehr wichtig, das Zeug. So, was haben wir denn jetzt hier? Was hast du denn jetzt für mich? Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonalen empfinden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast, dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Deckensprunggerüst. Ah, lol. Ich verstehe. Man kann sich. Ja, stimmt, man kann um so. So kann man hochkommen. Indem man einfach selber sich sowas baut. Noch eine Frage, Meister. Ist dir bekannt, welche Auswirkungen ein Mangel an Materialien in Bezug auf die Bautomatik hat? Sag es mir. Das Nachbauen von Objekten mit Hilfe der Bautomatik wird leider scheitern, wenn dir Materialien fehlen. Wenn du über Sonanium verfügst, sieht es anders aus. Sonanium kannst du verwenden, um die Form und Funktion fehlender Materialien nachzuahmen und sie zu ersetzen. Aha. Okay. Also mit Sonanium kann ich. Oha, krass. Also mit Sonanium kann ich. Okay, ich verstehe schon. Das ist wild, aber ich verstehe schon.
So, aber dann machen wir das doch jetzt gerade mal. Das hier will ich bauen. Und so kann man einfach nach oben sich was basteln. Ey, das ist... Ey, das ist viel zu sick, ne? Und das ist jetzt genau die Höhe für einen Deckensprung, oder was? Falsche Taste. Nein! Ja. Ach, ist das krass. Ach, ist das krass. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, alles klar. Ruhe. Nice. Ich glaube, wir können uns jetzt schon zweimal eine Batterie zusätzlich craften, ne? Wenn du nicht immer alles so riesig wäre bei diesen Minen. Ich komme nicht klar. Gib die 50. Irrlicht sehr groß. 20. Okay, okay, okay. Nehme ich auch. Man darf ja auch nicht zu gierig sein, ne? Oh, Bruder, diese Minen. Ich weiß doch jetzt auch vor allem überhaupt nicht, ist hier noch, muss ich noch was suchen? Ist hier noch was Krasses? Oder nur so Kleinkram? Guck mal, da ist zum Beispiel noch eine Fünfer. Die Fünfer sollte ich schon mitnehmen. Hier ist wieder so ein Schmelzofen. Also die sind auch überall dann immer. Die sind auch immer am Start, wenn eine Mine da ist. Einmal aktivieren. Und da kann man dann jetzt auch wieder dieses Sonanium tauschen und hast du nicht gesehen und so weiter. Heieiei. Ja, weiß ich doch. Ja, jetzt ist hier auch so ein Ding offen. Jetzt gerade nicht. Jetzt machen wir hier das gerade nicht. Ich bin überfordert. Mein Gott, ey. Es ist kompliziert. Kompliziert. Ich weiß jetzt halt nicht, wo ist jetzt noch wichtiges Zeug und aber ich glaube, das Wichtigste war, die Truhe hier zu finden. Und den Bauplan zu bekommen. Ich glaube, das war schon mal wichtig. Und alles andere ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht so wichtig gewesen. Boah. Ich bin echt sprachlos, was es hier alles gibt. Ich bin echt einfach nur sprachlos. Ha. Ist auch nochmal eine große. Mann, ich komme nicht weg. Okay, können wir gerade mal. Ach, da ist ja ein Jäger. Na gut.
Ja, das sind Konstrukte, gibt's echt. Verlassene Mine. Randvoll mit Kristallen. Ja. Ja. Ach so, meine andere Waffe ist ja kaputt. Ah, womit kämpfen wir denn mal schnell? Nicht mit den guten Sachen. Wobei, ich weiß halt nicht, also. Ne? So, Abflug. So, wo wollte ich ursprünglich hoch? Wo war jetzt dieses Ding? Mann. Ist auch gut, dass es so vom Boden aus einfach starten könnte. Da oben drauf, okay. Ah. Hier sind noch mehr von den Viechern wieder. So. Dann einmal wieder das Spiel nach oben. Wobei ich jetzt auch die Deckensprungplatte hätte mitnehmen können, ne? Kommt mir gerade so. Wäre auch gegangen. Wie lange nehmen wir auf? 22. Okay, wir sind noch gar nicht so krass in der Zeit. So. Und jetzt geht der Rest mit Deckensprung. So. Okay, ich würde jetzt dann hier wieder gehen. Ah, das kann jetzt weg. Nein, das kann. So. Weg, habe ich gesagt. Okay. Okay. Hey, ist immer noch eins. Wieso ist da immer noch ein? Wo ist das denn? Ach so. Was habe ich da denn markiert? Weg. Aber ich war ja schon mal auf so einem Turm oben. Ich glaube, da war nichts weiter. Na, ich probiere es jetzt noch einmal. Just in case. Aber ich glaube nicht, dass man da oben irgendwas erreichen kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas Cooles, Wichtiges war. Ich habe nichts gesagt. Scheiße, man muss hier auch rumlaufen. Oh, man muss über. Oh, nee. Man muss halt wirklich. Okay. Okay, ich muss da hoch. Wieso kostet das jetzt was? Guck mal, das kostet jetzt 12 Sonanium, was? Vergiss es. Hä? Aber ich habe doch alle Platten.
Oder nehme ich doch einfach die mit? Die ich eh schon hier habe. So. Also ich meinte, ne? Also wozu sollte ich denn jetzt noch eine neue bauen, wenn das sogar noch was kostet? Wäre kompletter Quatsch. Ah, und jetzt komme ich da hoch. Alles klar. Alles klar. Okay. Hui. Und hier oben ist tatsächlich nochmal Stuff. Glaubst es nicht. Ey, es ist... Okay, aber jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles gesehen, ja? Please. Aber das heißt, ich muss auf jeden von diesen Scheißöfen auch hoch. Ach, Gott. Okay, so, dann porte ich mich jetzt wieder... hierhin zurück... Und mir scheint, dass diese Statuen wirklich so ein Rundkurs sind. Ich würde jetzt, glaube ich, den Weg mal beenden mit den Statuen. Das ist... Ja, guck, hier ist eine. Ja, die sind nicht auf der Karte. Die sind überhaupt nicht auf der Karte. Nee, die sind nicht auf der Karte. Nur diese Podeste sind auf der Karte. Okay, wo guckt die jetzt hin? Hier in die Richtung. Ah, die guckt zu der... mal schön geschmeidig an den Viechern vorbei. Und die guckt halt auch schon zur nächsten. Guck mal, ist direkt die nächste Wurzel. Also gut, die lösen wir jetzt noch aus. Das ist jetzt auch nicht so weit. Ich will nur nicht in die Viecher da reinrennen. Aber die Irrlichter will ich schon auch mitnehmen. Wenn wir dann irgendwann mal wieder eine Statue finden, die funktioniert, können wir halt so viel Irrlichter hergeben. Das ist insane. Ach so, der hat uns ja welche markiert, ne? Ne, das ist die, die nicht geht. Aber der hat uns doch selber welche markiert, hier zum Beispiel, ne? Die hat er uns doch markiert aus dem Dings. Die hat er uns doch selber markiert, ja. Warum ist hier ein Stempel? Ich habe keine Ahnung, was ich da markiert habe. So, wohin zeigst du? Nach da. Okay. Da ist schon wieder so ein Ding. Ja, ihr könnt mich mal. Oh, Bruder, nein. Du nicht. Tu nicht. So, wo zeigst du hin? Darüber. Und die Wurzel ist... Ich hasse euch. Die Wurzel ist auch irgendwo da drüben, okay. Ja.
Das ist doch noch nicht. Das ist doch direkt die nächste Mine. Das ist doch direkt die nächste Mine. Ich raste aus. Oh mein Gott, wie viele sind hier? Warum sind hier so. Das sieht halt mal voll wie eine Falle aus, ne? Warum sind die jetzt so krasse? Ja. Was bist du denn? Warum hat er einen gelben Balken? Ich glaube, dem kann man nichts antun. Was ist das denn? Mal Bombenpfeile probieren. Okay, das hat ihn jetzt schon eher gejuckt. Ganz normaler Bockblind, okay. Ja, tschüss. Arschloch. Okay, wir gucken in die Richtung weiter. Yo. Aber warum sind hier so groß? Also, die sind einfach random jetzt so große. Krass. Und da ist die nächste, da ist die nächste Dings. Das ist die nächste Mine. Okay, ja. Verlassene Gerudo-Mine. Oh. Die haben's. Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben safe mit Jäger jetzt hier richtig viel zu tun. Die Mine hier. Die Mine hat richtig bestimmt viel mit Jäger zu tun. Oh je. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt will. Mir gleich nicht nur ein Jäger entgegenspringen. Junge. Du spinnst wohl. Oh, das ist gar keine Wurzel. Das ist gar keine Wurzel. Das ist das Jägerversteck. Ich dachte, hier ist eine Wurzel. Hier ist gar keine Wurzel. Da drüben ist auch irgendwas. Och Mann, es ist schon wieder so viel. Wo ich hingehe, ist viel. Egal, wo ich hingehe, sind Dinge. Viele Dinge. Dieser Kohldampf wieder. Der ständige Durchmarsch neuer Agenten hat unsere Bananenreserven bis aufs Früchte hin, bla bla bla. Gar nichts Vernünftiges zu essen. Speisen und Zutaten von der Oberfläche. Ruhmkoga. Okay. Oh mein Gott, ey. Was sagt, dass wir da ums Kämpfen nicht herumkommen werden, wenn wir uns hier umschauen wollen. Es sind zwei, ne? Aber das sieht halt wieder wie so eine große Kampffläche aus. Ist hier irgendwo ein Konstrukt, was ich noch auslösen kann, bevor wir hier loslegen? Oh shit. Hier steht Koga selbst. Ich hab den gar nicht gesehen. Fuck my life. Ich bin tot. Hä?
Das sollte doch mit der rechten Hand gehen, aber egal wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hey, du da, versuch du mal dein Glück. Kuckuck. Du bist ja du, Link. Du konntest also nicht lassen und bist mir gefolgt. Ich mache das genauso wie du, aber dieses blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Ja. Hau einfach bitte ab. Nein, nein. Zweiter Koga-Kampf. Och nee. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Ja, toll. Okay. Dann essen wir kurz was und dann geht's in den Kampf. Was soll's? Irgendwas, was mich nicht brutal hochheilt? Ja, hier. So. So. Aber dafür haben wir die ganz krassen Waffen. Dann kriegt er die halt ins Gesicht. Oh, guck mal, mein anderes Gamma-Ding ist scheinbar schon kaputt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, das war doch ordentlich. Ja, so treffe ich nicht. Oha! Sei mal nicht so frech hier. Nice. Und tschüss. Easy. Mit solchen Waffen, easy. Gut, dass wir die gefunden haben. Hier ist es viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug ins Auge. Nur darum lasse ich dich nochmal davonkommen. Diese Konstruktschrotthaufen reagiert sowieso nicht. Egal, Planänderung. Die Operation Macht der Götter an mich reißt war ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nett gewesen, diese Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt es nämlich was unglaublich Mächtiges. Sonau-Energiekristalle. Und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann eine uralte, furchtbare, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann er sich dann endlich seinen Wunsch erfüllen, das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon fleißig Sonau-Energiekristalle gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu holen, dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg, ich überlasse ihn dir. Jetzt verlasse ich dich in Richtung, verlassene Ostmine. Er sagt also immer wieder, wo er hingeht, ich verstehe schon. Er sagt immer wieder, wo er hingeht. Okay. Verlassen Osten wieder ist das nächste, wo er hin wollte. Ich werde es mir niemals merken. Link. Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Da ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nicht anders, als eure Unterhaltung zuzuhören. Die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranell-Mine sein. Das ist extrem weit weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steinernen Statuen, die den Weg dorthin weisen. Aha. Man sollte vielleicht hinauf an die Oberfläche und sich dann in der Region... Okay, ja. Weisen in zwei Abgründen der Region im Osten steinerne Statuen den Weg zur verlassenen Ranell-Mine. Okay. Ein Abgrund auf einem Hügel im Sumpf... Pff, ja, ist okay. Bauplan, ja. Ab dafür. Hole ich mir. Ach, ich kann ihn jetzt gar nicht auslösen. Der ist schon sozusagen, okay. Gut, dann einmal Truhe.
Nice. Wir können schon dreimal jetzt Batterien erweitern, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier neuer Bauplan. Sehr schön. Ja. 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 Was kriege ich Hübsches? Landboot. Okay. Finde ich gut. Sieht nett aus, ja? Sieht nett aus. Braucht man den Schlitten dafür, einen Ventilator und ich glaube dieses Steuerding. Genau. Ja, alles vorhanden. Sehr geil. Und jetzt kann man damit nämlich... Oh, jetzt können wir damit da lang fahren. Okay, aber das macht man noch nicht sofort. Das machen wir gleich. Ein bisschen looten möchte ich ja schon vorher noch, ehrlich gesagt. Weil ich den Fehler nicht machen möchte, Loot liegen zu lassen. Und hier gibt es noch eine Menge Loot. Aber das wäre jetzt halt zum Beispiel auch cool, wenn man sich das jetzt einfach speichern könnte. Weil das ist ja soweit schon einigermaßen fertig. Aber ich kann es halt nicht... Ich kann es auch nicht auseinandernehmen. Anders als andere Sachen ist es schon fertig gebaut und ich kann es nicht auseinandernehmen. Und damit kann ich es auch nicht speichern. That's the problem. Letzte Problem. So, guck mal, hier sind nämlich noch ganz viele Seelen und so Zeug. Also die Irrlichter, wollte ich sagen. Das kann ich ja nicht liegen lassen. Das geht ja nicht. Ich brauche die ja. Das ist ja Währung. Okay, das sind... Da, das ist mein Weg, den ich gekommen bin. Okay, okay. Das ist mein Weg, den ich gekommen bin. Gut. Was ist das eigentlich? Das ist ein riesiger Ventilator oder was? Was tut dieses Ding? Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding tut. Okay. Wir werden es wohl auch nicht rausfinden. Nee. Wir werden es wohl auch nicht mehr rausfinden. Okay. In irgendeinem Schrein werden wir es rausfinden, wenn das Ding uns vorgestellt wird. Puff. Die Raketen sind schon auch witzig. So, holen wir uns noch die Irrlichter hier auf dem Weg. Und dann ist gut. Okay. Ich glaube, das waren alle wichtigen, oder? Hier sitzt ja kein so Schmelzofen zufällig, wo man hoch könnte. Fuck. So viel dazu. Ja, bla bla bla. So viel dazu. So viel dazu. Okay. Ist hier wieder was, was ich... Also ist hier wirklich wieder was drauf oder ist diesmal hier nichts? Ja, ein bisschen Sonanium. Aber jetzt bisher nichts... Nichts brutal Wichtiges.
komme ich nicht höher. Hier auch nicht. Auch nicht. Das ist alles die gleiche Höhe, oder? Nein, nicht ganz. Aber da müsste ich jetzt sozusagen erst wieder so ein Deckensprungding wahrscheinlich bauen. Oder wie sehe ich das? Da ist eine Wurz. Okay, die müssen wir noch auslösen. Die müssen wir unbedingt noch auslösen. Ah, doch, ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch. Never mind. Und hier ist... Ja, doch, die Kristalle sind hier oben. So, und von hier komme ich jetzt aber auch gut zu der Wurzel darüber. Hat ja auch seine Vorteile dann. Okay. Dann haben wir die auch ausgelöst. Hui. Wenn es so weitergeht, haben wir bald mehr Untergrund aufgedeckt als Obergrund. Okay, so. Jetzt wollte ich mit dem Gefährt. Was wir da unten... Oh, da ist noch was. Mit dem Gefährt, was wir da unten gesehen haben, der Strecke folgen, was wir da gebaut haben. Wir packen mal noch, damit das Ganze auch ordentlich lange hält, die Batterien drauf. Und zack. Wunderbar. Und dann... Ach, das ist jetzt gar nicht fertig. Oha, Moment. Ich dachte, das war fertig. Der hat es wieder auseinandergenommen. Dann jetzt halt nochmal. So, jetzt aber. Let's go. Oh, der Ventilator ist nicht dran. Huch. Warum ist der Ventilator nicht dran? Der sollte doch durch das Konstrukt rangebaut werden, hä? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Jetzt aber. So. Ich kann nicht steuern. Nu. Stopp. Neuer Versuch. Warum hat jetzt die ganzen Dinger runtergejietet? Warte mal, ich setze es mal neu zusammen. So. Jetzt ist doch alles da, was man braucht fürs Landboot, richtig? So. Und jetzt kann ich doch aber die Dinger... Mann! Das muss ich doch jetzt trotzdem da anfügen können, oder nicht? Ah, jetzt geht's nämlich auch automatisch los. Ja, jetzt fühlt sich das schon besser an. Hui! Oh je. Aber hey, es führt mich zu dieser Truhe. Das ist doch was.
Nice. Sehr nice. Okay. Aber dann sage ich jetzt mal, die Statuen haben mich bis hier zu dieser Mine geführt. Jetzt ist auch gut. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wo war das denn? Hier war das. Wir holen uns jetzt mal stärkere Batterie, dass die mal länger hält. Dafür sammelt man ja diese Energiekristalle. Und dann ist es aber wirklich so, dass diese Statuen einfach dorthin zeigen, wo man so ein bisschen hingehen sollte, da unten, ne? Ich meine, ich hätte sonst diese Mine nie so schnell gefunden. Das ist mal ganz klar. So. Gib mir neue Batterien. Das möchte ich. 300, jetzt, let's go. Dann haben wir praktisch einen kompletten neuen Abschnitt für die Batterien. Sehr, sehr stark. Ich hoffe, dass man die Kristalle nicht noch für irgendwas anderes braucht. Und dass genau dieser Effekt ist, den ich will. Aber hey, wir werden sehen. Sehr, sehr gut. Nice. Zack. Wunderbar. Ja, und ich meine, guck mal, das, ne, das setzt sich hier auch fort. Also, da gibt es noch so viele, die wir da bekommen können und müssen und werden. Heieiei, ey, es ist... Es ist kompliziert. So. Ja, hier waren wir vor ganz langer Zeit mal. Aber ich schätze, hier können wir aktuell auch nichts Neues machen, ne? Ich hoffe, dass ich das alles hier schon abgeguckt habe, wo ich jetzt hier gerade sehe. Ich hoffe es mal sehr. Guck mal, da ist gerade so ein Ding auch. Sieht man von hier zufällig direkt die Träne? Ich glaube, dafür ist es noch zu nah, zu weit weg. Aber ist das eigentlich... Ist das das am Plateau? Das könnte die Figur am Plateau sein, ne? Das ist die Figur am Plateau. Oha. Das ist die Figur am Plateau. Oh, guck mal, da drüben. Wenn wir Glück haben, ist das so ein Ding, wo man wieder was lesen muss. Das könnte halt gut sein, ne? Aber meine Ausdauer reicht nicht. Meine Ausdauer reicht nicht bis dahin. Schwierig. Hier ist ein Wirbelwind im Wasser. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist die Heilerbrücke, ne? Okay, das würde ich jetzt doch noch gerne rausfinden, was das ist. Ein Moment. Komme ich da ran? Sonst muss ich mal von der Brücke aus dahin. Oh nee.
Gib okay, auf der Brücke ist so ein ganz krasser Kollege. Ja, ich schaff's nicht. Scheiße. Vielleicht von da drüben. Nee, ich schaff's nicht. Okay, was, weißt du was? Ich sage immer, ich schaff's nicht und stattdessen könnte ich ja auch einfach mir mal hier, ne, meine Ausdauermedizin gönnen. Nochmal. Nochmal Ausdauerkram. Wo führt es jetzt hin? Wo führt uns das hin? Strudelhöhle im Heiljassee. Da ist direkt unser Kollege, den wir brauchen. Okay. Wisst ihr, ich mag das immer überhaupt nicht, wenn ich den Part beenden will und in dem Moment noch was Neues finde. Das ist immer so ganz schwierig. Hier ist ein Schrein. Okay. Ah, das ist so ein Schrein. Und der Kristall ist da oben. Ah, dann muss der Kristall in den Wasserfall, in den Strudel irgendwie reingebracht werden, oder was? Und dann taucht er hier unten. Ja, okay. Wenn hier sonst nichts ist, außerdem, dann können wir natürlich auch erstmal wieder gehen. Also nicht gehen, sondern den Part vor allem beenden. Aber wir brauchen jetzt auch wieder ganz dringend ganz viele Leuchtsamen. Wir haben so viele Leuchtsamen da unten verbraucht. Ich wollte schon sagen verschwendet, aber verschwendet waren sie ja nicht. Okay, aber dann ist das alles in der Höhle hier, ja? Das ist ja okay. Und Riesenleuchtsam haben wir noch nie eingesetzt. Ja, okay. Dann schließen wir hier den Part ab. Und haben halt wieder viele, viele offene Dinge, die wir noch nicht erledigen können. Leider. Ah, das reicht nicht. Ich dachte, ich komme so vielleicht hier hoch wieder. Moment, ich komme hier hoch. Aus dem Wasser geht es nicht. Schade. Ah! Da war doch ein Moment. Ein Moment der Einsicht. Abflug. Hui! Wo komme ich jetzt raus? Jetzt muss ich doch aber im Wasser landen, oder nicht? Hä? Ich meine, es ist doch direkt im... Ja. Wo soll denn dann da... Oh. Der Kristall sein. Was ist das? Okay, da komme ich noch nicht ran, ne?
Ich glaube, das ist noch zu weit weg für mich. Ich glaube, das ist zu weit weg für mich. Das probieren wir kurz noch. Das probieren wir kurz noch. Sorry, das probieren wir kurz noch. Aber ich glaube, es ist zu weit weg für mich. So, sehe ich von hier, wo dieser See ist. Also irgendwo dahinter, na? Das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Nee, warte mal. Da ist hier. Wollte ich nicht. Aber hier ist der Strudel. Dann ist die Plattform da drüber, die da. Reicht das? Ist die goldene Frage. Dieses Gewittersturm-Dings, das sieht auch wieder sehr interessant aus. Das hier ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Labyrinth oberhalb dann wieder. Ne? Beziehungsweise in der Luft eher. Das ist ja nicht mal, ja, ist ja nicht am Boden. Oh, ich glaube, wir schaffen es. Ah, warte mal. Ich habe doch Kleidung, die mich schneller, die mich besser bewegen lässt. Nein, die da hier. Stimmt ja. Ah, doch, man merkt schon, dass die. Okay, man merkt, dass die Aerodynamik ganz anders ist. Archipel von Firone. Erstmal Krog. So, und dann muss jetzt hier doch irgendwo dieser Kristall auch rumfliegen. Oder nicht? Doch, hier drin bestimmt. Safe hier drin. Ja. Nice. Und dann schmeißt man den jetzt einfach darunter. Tschüss. Und dann wird er ja wohl hoffentlich, wie sich das gehört, da unten jetzt gelandet sein. Oh yeah. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sehr gut. Hier schließe ich jetzt aber wirklich ab. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich schwöre. Ich gehe nicht in den Schrein rein. Ich gehe nicht in den Schrein rein. Ich schwöre.
Ich gehe nicht rein. Wobei, das ist ein Belohnungsschrein, oder? Das ist doch nur ein Belohnungsschrein. Die Quest haben wir doch praktisch schon jetzt gemacht. Ja, sehr gut. Das ist stark. Weil ja die Dinger durch solche Sachen auch entstanden. Weißt du schon. Ja, hier, das kann man ersetzen. Sehr gut. Stark. Dann müssen wir es aber auch mit was ganz Starkem dann verbinden, sonst bringt der Effekt ja nichts. Okay. Okay. Das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt reicht's. Ich höre auf aufzunehmen. Ich höre auf hier. Das ist genug. Wir haben mal wieder genug Ausdruck gemacht. Ich denke, in den nächsten Parts begeben wir uns Richtung hier, Goronen, Vulkan, Kram, Gedingse. Ich denke, das ist unser nächster Weg. Wir haben genug erkundet. Wir haben richtig viel gefunden. Vor allem diese Baudings, diese Bautomatik, das ist richtig stark. Und ja, alles andere wird sich ergeben. Ich bin gespannt, was das Spiel noch alles bereithält. Es ist der Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen und tschüss.